Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Spiel-RPT. Ich bin's, Erlos. Und heute habe ich ein neues Projekt, womit ich anfangen möchte, nämlich eine Survival-Welt mit einem von mir erstellt, mit Mods, die ich zusammengeklaubt habe, so aus dem Internet. Verschiedene Sachen, die mir die Survival ein bisschen schwieriger machen sollen, aber an manchen Stellen vielleicht auch etwas erleichtern, verändern, wie auch immer. Wir werden die Mods so nach und nach durchgehen. Ich kann ja schon mal so ein paar nennen. Also Gravestone Mod oder die Animania Mod oder die Realistic Torches Mod. Nur so als kleine. Ja, so als kleine Information, was so dabei ist. Als kleiner Spoiler im Prinzip. Und okay. Wir haben die ersten Sachen bekommen und ich würde sagen, wir gucken, dass wir auch hier in der Umgebung irgendwie dann ein Haus errichten. Die Welt hier ist tatsächlich nicht zu einfach. Es gibt hier mit der dank einer Mod sehr, sehr viele böse Monster, die gut und gerne mal da drauf sind, einen zu töten. Ich habe mit der schon privat gespielt und es war an manchen Stellen wirklich nicht mehr lustig. Aber ich würde sagen, wir bauen hier am See, wie auch immer, direkt mal eine Base. Ich sage mal, versuchen so ein paar Sachen ein. Ja, mit der Seed Mod haben wir hier entsprechend auch. Kriegt man schnell einfach alles zusammen, was man so an Essen kriegen kann hier. Also an den Seeds, was man vom Seed Essen kriegen kann. Vorne sind Bären. Also ich kenne mich in den Mods natürlich auch noch nicht perfekt aus. Ich habe nur so ein bisschen reingeguckt, kenne nur so ein paar Sachen. Aber das sollte zumindest fürs Erste reichen. Oh, wie cool. Zum Beispiel der Animania Mod. Ihr seht schon, das ist die Mod, die diese Schweine hier verändert. Und damit gibt es dann unterschiedliche Tierrassen von den einzelnen Tieren. So, ich würde sagen, hier stelle ich mein Haus auf. Da machen wir es doch direkt am Wasser. Ja, ich weiß nicht. Okay, da hinten ist ein End. Ich trage mal den. Ich mache mal erstmal. Ich stelle mir hier erstmal eine Kiste hin. Mache hier mal alles unnötige Zeug rein. Und grenze mal mein Haus ab. Ja. Wie mache ich das am besten? Also, ja. Ihr seht, ich habe natürlich auch hier. Ich glaube, das ist too many items oder ist es not enough items? Bin ich mir gerade nicht sicher, was ich dabei habe. Eine von den beiden Mods auf jeden Fall. Und entsprechend kann ich immer nachschauen, was ich hier habe, was ich craften kann. Ich wollte anfangen mit einer Schaufel. Beziehungsweise machen wir gleich zwei, die sind sowieso schnell kaputt. Sehr schön, so. Dann haben wir auch schon fast kein Holz mehr tatsächlich. Ja gut. Wofür kann man die denn? Ah ja, okay, alles klar. Jo, dann würde ich mal sagen, müssen wir jetzt schon Bäume fällen gehen. Hier ist übrigens entsprechend auch eine Mod dabei, die Bäume mit einem Holzblock fällt. Allerdings verbraucht das dafür mehr Axt und es braucht mehr Zeit, diesen einen Block abzubauen. Je größer der Baum ist, aber muss eben nicht jeden einzelnen Scheiß abbauen. So. Ist in sich auch realistischer, wenn alles umfällt und nicht nur ein einziger Block. Lass ich mal kurz in die Advancement schauen. Ne, Achievements.
Ja, müsst jetzt im Prinzip nochmal ein Crafting Table machen. Gut, dass es das immer erst dann anerkennt, wenn es zu spät ist. Ich wandle das mal komplett um. Und ich kann anscheinend nicht ordentlich bauen. Ich mache hier noch einen Block breiter und das wird dann im Prinzip unser Unterschlupf fürs Erste. Dann sammeln wir Materialien und fangen hier an, auch die Tiere einzufangen und so weiter. Und bauen uns das Haus im Prinzip immer weiter aus und verschönern das und verbessern das immer weiter. Im Prinzip so ein kleine Art Evolutions Pack, könnte man sagen, weil sich das Ganze entwickelt. So, ich habe mal kurz was probiert in den Einstellungen einzustellen. Da meine FPS-Zahlen, wie ihr sicherlich seht, nicht wirklich optimal sind. Oh Gott. Wo ist das Scheißding? Hier. Es gibt so Giftstacheln im Boden. Die sind ein klein wenig nervig. Ich muss sagen, das Wetter gefällt mir gar nicht. Also ihr seht schon, die Wolken hier, das ist von einer Wettermod, die entsprechend Stürme und alles hinzufügt. Was natürlich unter Umständen gar nicht mal so witzig sein kann. Zack. So. Gut, dass ich direkt immer drei Türen rausbekomme. Eine auf jeden Fall hier verbrauchen. Es wird Nacht zudem noch. Wie man schön hören kann. Ich weiß nicht, ob es die Gänsehaut in der Aufnahme laut genug sind dafür, leider. Kann ich gerade nicht sagen. So, zack. Okay, auf jeden Fall haben wir das. Hier sind auf jeden Fall fette Insekten unterwegs. Hühner haben wir hier. Solange jetzt kein Wirbelsturm kommt und mir das Haus wegfegt. Wisst ihr was? Ich grenze mal das Haus jetzt auch gar nicht ein. Sondern ich baue es dann einfach immer größer und gucke dann einfach, wie sich das entwickelt. Haben wir Ente? Hallo. Ente süß-sauer? Nein, Scherz. Ich glaube, aus der Ente kann man tatsächlich hier nichts machen, leider. Sonst wäre das natürlich eine Überlegung wert. Ah, ich kann ja auch schon mal ein erstes, ja, etwas zum Anziehen machen. Ein Schaf. Ah, ich bräuchte Eisen, ich bräuchte Eisen. Ich müsste im Prinzip. Sieht mir aus, als würde hier ein Wirbelsturm irgendwie aufkommen. Das gefällt mir nicht. Ja. Was sagte ich? Jo, gut. Und da hinten ist auch eins der fiesen Viecher. Also, ich verkrieche mich mal gerade meine Hütte. Leider habe ich halt noch kein Bett. Das wird noch kommen müssen. Ah, ich habe aber Äpfel. Das ist sehr gut, denn es gibt hier die Apple Trees Mod. Jetzt ratet mal, was sie macht. Tada! So. Sehr schön. Davon haben wir doch noch eins, ja. Denn damit kann ich mir einen wunderbaren Kranz machen. So. Erelos ist jetzt ein Blumenkind. Ein kleiner Scherz am Rande. Ich würde mal sagen, ich rapp mich mal hier runter. Ich stelle erstmal. Stopp, ich stelle erstmal. Hier.
4 Apfelbäume auf. Und jetzt greife ich mich hier an der Seite runter. Ich muss ja schließlich Eisen finden. Ich brauche ein Bett. Es kommt wirklich ein Sturm auf. Es war gar nicht. Ich verziehe mich in mein Haus. Das sieht mir sehr nach einem Tornado aus. Und ja, hier gibt es wirklich Wirbelstürme, die Blöcke und alles mit sich reißen. Das heißt, selbst in meinem Haus bin ich nicht zwingend sicher. Was ich gerade irgendwie nicht ganz so cool finde. Warte mal, wie ist denn das eigentlich mit den Fackeln? Hier. Ich rufe mal die Mod auf, weil wenn man normale Fackeln craftet, dann kriegt man diese Unlit Torches, wie ihr seht hier aus Kohle bzw. Holzkohle. Und man kann sich die normalen Fackeln nur mit, das ist die. Ah ne. Ah, das sind die, ja, die Standard-Minecraft-Fackeln, die kann man sich nur mit einem, mit diesem Glowstone-Crystal kaufen, kaufen, bauen. Oder man muss entsprechend hier immer wieder eine Unlit Torch mit einem Matchbox entsprechend anzünden. Drei Papier und drei Stufen. Ja. Ja. Da sieht man doch schon wieder, wie das über den Boden weht. Oh, wo sind diese Blitze, ey? Bin ich froh, dass ich das Wetter direkt ausgestellt habe. Boah, so nah an meinem Haus ist jetzt natürlich klasse. Ich glaube aber, unter der Erde bin ich dann vielleicht sogar sicherer. Ich nehme mal ein bisschen was zum Essen mit und gehe da mal runter. Ich hoffe zumindest, dass mein Haus später noch steht, wenn ich wieder hochkomme. Mein Ziel ist es einfach mal ein bisschen Eisen zu finden, dann gehe ich wieder an die Oberfläche. Ja, übrigens, so als eine Info, ich werde mit der Zeit auch natürlich immer wieder neue Mods ins Projekt mit reinbringen. War auf jeden Fall eine super Idee, hochzukommen. Ich habe gerade eine Feder eingesammelt, weil Hühner lassen jetzt inzwischen einfach droppen, genau wie Eier im Prinzip. Und der Sturm wird jetzt im Prinzip ein bisschen hinter meinem Haus, ist wahrscheinlich über ein Haus hinweggezogen. Sehr schön. Scheint jetzt allerdings nicht ein schwerer Tornado oder so zu sein. Die Winde sind trotzdem nicht schlecht. Übrigens gibt es jetzt hier bei der Animania-Mod auch die Unterscheidung zwischen Henne und Hahn. Tatsächlich. Das heißt, man muss wirklich eine Henne und einen Hahn von derselben Rasse haben, um die entsprechend paaren zu können. Ja. So, und dann schmeißen wir das ganze Zeug mal direkt in den Ofen. Cobblestone. Diorit. Weil jetzt tatsächlich nicht gebraucht. Sehr schön. Brauche ich was mit der blöden Spitzhacke? Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert. Craft mir noch eine Truhe. 8 Stück. Ne, wir brauchen doch.
und natürlich ans Falsche gesetzt. So, zack, und damit hätten wir eine Doppeltruhe. Sehr schön. Bisschen mehr Platz und wir haben 4 Eisen. Ich mach mal aus 2 Stück eine Schere. Weil ich habe doch hier ein Schaf gesehen. Ah, endlich, da haben wir es doch. So, es ist Nacht geworden. Ich bin dann mal nach Hause gegangen. Und um eben der Gefahr aus dem Weg zu gehen, getötet zu werden. Hab ein paar Blumen gesammelt. Eine Wolle. Und ich wollte jetzt. Es gibt nämlich hier. Deswegen, also. Es gibt hier nämlich. Aha, genau. Flower Basket. Den wollte ich mir mal machen. Ich weiß, ein paar von den Blumen braucht man. Hier zum Beispiel Flachs kann man verwenden. Für zum Beispiel Flachs-Strings. Und aus denen kann man dann Strings machen. Aus denen kann man dann verschiedenes anderes machen. Natürlich noch die Standardsachen, aber auch hier Teile der Rope Bridge oder sowas. Was ist denn das hier? Ah, okay. Angeln natürlich und so weiter. Das heißt, das wäre dann entsprechend ein Ersatz, den man hätte. So, ich brauchte für Sticks. Ich glaube, es sieht so aus, ja. Exakt. Den könnte ich mal ebenfalls von meiner Base anpflanzen. Ah, hier sind noch. Das hier kann ich mal wegwerfen. Das brauchen wir sowieso nicht. Zack. So. Dann war es auch durch. Sonst haben wir ja auch nichts mehr. Jetzt wird halt wieder Nacht. Was ist denn da so hell? Ist da Lava? Ja. Sieht man oben schön auf der Mimini-Map. Mimi-Map. Hier, ja, guck mal, meine 2 Apfelbäume sind schon gewachsen. Und ihr seht hier diese kleinen grünen Stümpfe, da wachsen dann Äpfel dran. Da kann man nur die Äpfel abbauen. Die wachsen dann halt regelmäßig nach. Finde ich sehr, sehr angenehm. Gut. Dann. Hätte ich auch gesagt, das war's mit der ersten Folge. Ich muss das aus. Why kommt das mein Zeichen? Ja, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, das kleine Projekt. Könnt ihr gerne weitere Vorschläge in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr euch gute Mods oder so einfallen. Dann kann ich mal gucken, ob ich die mit reinnehme, ob die kompatibel sind und alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr das Video gerne liken. Wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, was auf diesem Kanal geschieht, dann unten gibt's den Abonnier-Button, den könnt ihr einfach drücken. Ist auch absolut kostenlos auf YouTube natürlich. Und wenn ihr ganz extrem und hardcore seid, dann könnt ihr auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Dann werdet ihr zu jedem Video individuell benachrichtigt. Aber ich glaube, wenn ihr das bei allen Kanälen machen würdet, die es von euch fordern, dann hättet ihr irgendwann zugespammt eure Zeile beim Handy oder ich weiß gar nicht, gibt es beim Computer das eigentlich auch? Ich weiß nicht, beim Handy ist es jedenfalls so, dass dann zugespammt wird. Naja, ich würde es auf jeden Fall sagen, wir sehen uns nächste Woche Montag. Bis dahin und ciao!